Das Haus ist typisch für Lincoln Square. Es wurde um 1900 gebaut und irgendwann in zwei Wohnungen unterteilt. Wir haben es vergrößert und daraus wieder ein Einfamilienhaus gemacht. Ich bin mir sicher, es setzt neue Maßstäbe in diesem historischen Viertel. Wir haben es für 640.000 gekauft. Das Projekt wurde zu einer Totalsanierung, die sich immer mehr verzögerte und uns weitere 640.000 gekostet hat. Laut Vertrag bekommen wir 1,35 Millionen. Es bleibt also ein Gewinn von 70.000, wenn die Abnahme gut läuft. Welcome home! Thank you. Exciting. Die Fassade war bereits schön genug. Wir wollten lediglich die Details betonen. Ist der Eingang nicht hübsch? It is. Yeah. Yeah. Gehen wir rein. Amazing. Umwerfend. It's beautiful. It looks great. Toll. Wir haben den Eingangsbereich abgesetzt mit Schieferfliesen im Fischgrätmuster. Und von da aus blickt man auf den gemütlichen Sitzbereich mit dem Kamin in Marmor. Alles sehr hochwertig und mit vielen Details. Toller Mix aus Vintage und Modernem. Von hier aus gelangt man in den Essbereich. Ich war skeptisch, aber es sieht gut aus. Das gute Stück stammt aus Donovans Sammlung. Damit ist die Raumecke bestens genutzt. Da kann man Sachen verstauen, die man nicht ständig braucht. Schöner Akzent. Der Leuchter ist toll, denn er versperrt nicht den Blick. Gerade weil der Spiegel das Licht aus den Fenstern reflektieren soll. Dieses Stück erzählt seine eigene Geschichte. Dieser Schrank stammt hier aus dem Haus. Die Fächer sind neu, aber die Fronten und Griffe sind original. Sehr schön. Und dann kommt man in diesen Bereich. Die Wand teilt den Raum. Auf der einen Seite haben wir den großen Spiegel, auf der anderen Seite jede Menge Stauraum. Ihr habt eine gute Raumhöhe, weil wir das Haus entkernt und den Keller tiefer gesetzt haben. Dadurch hatten wir Spielraum bei den Deckenhöhen. Und die Deckenbalken in dieser Haushälfte gefallen mir besonders. Der Hingucker in der Küche ist natürlich die Haube. Diese Leisten korrespondieren mit denen in den Fenstern. Die Größe ist der Wahnsinn. Danke dafür und entschuldigt den Aufwand. Perfekte Größe. Die Balken passen farblich zur riesigen Insel mit der extra tiefen Spüle. Natürlich habt ihr reichlich Sitzplätze. Direkt daneben eine kleine Essecke, eingerahmt durch hervorspringende Wände. Und dazu eine Speisekammer und die Kühlschrankwand. Das ergibt, was man in Profikreisen magisches Dreieck nennt. Sprich, die kluge Anordnung von Kühlen, Kochen und Spülen. Und hier geht's in den Wohnbereich. Der Kamin sieht toll aus. Auf nach unten. Oh my gosh. Wow. So einen Keller habe ich noch nie gesehen. Ihr wolltet eine Bar für eure Gäste. Mit Massivholzplatte, Scheunenholzverkleidung und Fußlauf aus Eisen. This is perfect. Diese Kohlenluken waren ursprünglich in der Hauswand verbaut. Dahinter verbergen sich kleine Fächer, wo man eine Flasche Wein lagern kann. Diese Story könnt ihr euren Gästen erzählen. Natürlich mit Sitzlandschaft. Viel Platz zum Entspannen. Und jetzt ins Schlafzimmer. Here's your master. Wow. Traumhaft. Das war mal ein Spiegel. Echt cool. Yeah.
Und seht euch mal die Ankleider an. Genau passend für ein Haus dieser Größe. Euer Bad steht dem in nichts nach. Oh my gosh. Durch die Fenster kommt viel Licht. Dazu die freistehende Wanne und separate Waschtische für Sie und ihn. Das war euch ja wichtig. Wir haben mit Farben und Oberflächen gespielt, es modern gehalten und doch den Ursprung des Hauses bewahrt. Ihr habt euch selbst übertroffen. It's amazing. Was für ein riesiges Haus. Und es wird euer Zuhause. Vor 3 Wochen war die Abnahme, aber der Kauf ist noch immer nicht abgeschlossen. Wir diskutieren über Kleinigkeiten. Und dabei verlieren wir jeden Tag mehr Geld. Sollen wir den Kaufvertrag kündigen und neue Käufer suchen? Oder streiten wir uns noch ewig mit den aktuellen Käufern? Dabei geht so viel Zeit drauf und wir verlieren bares Geld. Noch gehört das Haus uns. Wir müssen uns schnellstens auf eine Summe einigen. Und dann ist gut. Wir lernen und entwickeln uns stetig fort. Lass uns die Sache abhaken und sowas nie wieder machen.